Zunächst muss ich mal sagen, ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft. Nicht nur wegen dem Sieg, sondern einfach wegen dem Auftreten. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten und auch kurz vor der Winterpause extrem viel auf gut Deutsch in die Presse bekommen. Und ja, die Jungs haben einfach so Sachen nicht verdient, weil wie viel Potenzial drin steckt. Haben wir jetzt letzte Woche gesehen, haben wir heute wieder gesehen. Und ja, zum Spiel vielleicht. Wir hatten, wie der Kollege schon gesagt hat, am Anfang ein bisschen Probleme, ein Spiel zu finden. Ne? Mollautern ist uns früh angelaufen. Da hat man dann wirklich Probleme, uns zu finden. Danach waren wir eigentlich total im Spiel. Ich glaube, man konnte nie davon ausgehen, dass heute nichts für uns geht, sondern wir hatten eigentlich weitestgehend das Spiel im Griff, auch nach der Führung. Ja, wir haben vorne kurzfristig ändern müssen. War natürlich jetzt dann noch ein Zufallsprodukt irgendwo, dass die Aktion mit Marco Unnerstahl vorne als kleinen Spieler gegen die Großgewachsenen von Mollautern dann auch greift. Aber imponiert hat mir einfach auch die zweite Halbzeit. Die Jungs haben sich in jeden Zweikampf reingeworfen, ja, total gefightet. Ich glaube, es steht außer Frage, dass die Mannschaft mit dem größeren Willen und dem größeren Herz heute gewonnen hat. Nichtsdestotrotz muss ich ein bisschen Finger in die Wunde legen. Ist jetzt mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Ja. Ist noch verdammt viel Arbeit für uns. Trotzdem möchte ich Ruven mal erwähnen, Ruven Klaes und Frank Messerick, unsere Physios, die die Jungs da wirklich jetzt alle weitestgehend fit bekommen haben. In Unterstützung mit Michael Lofi als Athletiktrainer, der auch hervorragende Arbeit macht. Die Früchte kommen jetzt mal zum Tragen. Man sieht es in den Zweikämpfen, wir sind deutlich robuster. Und ja, ich würde sagen, den Aufschwung nehmen wir einfach jetzt mal so mit. Ja, die Jungs sind auch wieder platt, so liebe ich das eigentlich nach dem Spiel. Das ist immer ein Zeichen, dass man sich voll verausgabt hat. Und ja, unterm Strich kommt dann ja auch meistens ein gutes Ergebnis bei raus. Danke.